Ich darf Sie recht herzlich zur Online-Info-Session über den Studiengang Hightech Manufacturing begrüßen, wo es sowohl um das Bachelor- als auch um das Masterstudium gehen wird. Kurz zum Aufbau der Info-Session. Zunächst einmal bekommen Sie in Form einer Präsentation Informationen zum Studium, was etwa eine halbe Stunde dauern wird. Und anschließend gibt es dann noch genug Zeit für Fragen und Antworten. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bernhard Minkler und ich bin der Studiengangsleiter von Hightech Manufacturing. Folgende Kolleginnen und Kollegen werden heute dabei sein. Die Herren Udo Unterweger und Christoph Mehofer aus Lehre und Forschung. Herr Matthias Fiegel als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Herr Wolfgang Harand als Teamkapitän des Formula Student Oscar Racing Teams. Herr Marvin Correa wird über Rescue Bots berichten. Weiters dabei sind Frau Katharina Kügel aus dem Sekretariat und Herr Alexander Lasnowski von Siemens Mobility, der uns freundlicherweise unterstützt. Hallo. Ich möchte Sie bitten, Fragen im F&A-Tool zu stellen und die Fragen werden dann gemeinsam im Anschluss nach Ende der Präsentation beantwortet. Was bieten wir denn nun bei Hightech Manufacturing an? Die Fachbereiche, mit denen wir uns hauptsächlich beschäftigen, sind Simulation und Konstruktion, Automatisierung und Robotik, Fertigungstechnologien mit Schwerpunkt additive Fertigung sowie Werkstoffe und deren Anwendung. Damit wollen wir den Produktionsprozess vollständig abdecken, sozusagen von der Idee zur Skizze auf einem Blatt Papier bis zum fertigen Prototyp. Was macht uns einzigartig in Österreich? Wir sind die größte Fachhochschule in Österreich. Wir bieten eine sehr praxisnahe Ausbildung durch eine gute Mischung aus externem und internem Personal. Bei uns wird Interdisziplinarität wirklich gelebt. Das betrifft sowohl fachübergreifende Lehrveranstaltungen als auch fachübergreifende Projekte. Wir verfügen über eine sehr gut ausgestattete Werkstätte mit Schwerpunkt auf additiver Fertigung. Wir arbeiten in zahlreichen Forschungsprojekten mit und wir nehmen am Formula Student Team und am Rescue Bots Team teil, über die Sie später noch mehr erfahren werden. Außerdem stehen bei uns, wenn jemand eine gute Idee für eine Firmengründung hat, ein Start-up-Corner inklusive Werkstätten und Büronutzung zur Verfügung. Ich möchte jetzt an meinen Kollegen Udo Unterweger weitergeben, der einen Eindrücke und Blitzlicht aus den Lehrveranstaltungen präsentieren wird. Ja, danke vielmals, Bernhard, für die überleitenden Worte. Grüß Gott auch von meiner Seite. Mein Name ist Udo Unterweger. Ich bin seit 2012 an der FH Campus Wien tätig und bin hauptsächlich in der Lehre beschäftigt und habe zuvor 14 Jahre in der Industrie verbracht, wo ich diverse Fertigungstechniken und auch diverse Werkstoffe kennenlernen durfte. Wir geben Ihnen jetzt einige Einblicke aus ausgewählten Vorlesungen. Das erste Bild zeigt Eindrücke aus der Lehrveranstaltung Einführung in die Geometrie von Konstruktionen. Hier werden Sie, wie schon erwähnt, eine Idee zu Papier bringen. Ja, also am leeren Blatt Papier mit Freihand Dinge zeichnen und auch die Grundzüge der Konstruktion bzw. des räumlichen Darstellens von 3D-Objekten auf einem Blatt Papier erlernen. Bitte die nächste Folie. Die Vorlesung Werkstoffkunde, Sie sehen hier links das Eisenkohlenstoffdiagramm, das natürlich auch sehr wichtig ist, um Stähle und Gusseisen beurteilen zu können. Sie werden über Werkstoffe lernen, deren Verhalten, Einsatzmöglichkeiten, Stärken, Schwächen und wie zum Beispiel auch so eine Bremsscheibe, die rechts dargestellt ist, aus welchen Werkstoffen diese Bremsscheibe besteht. Bitte die nächste Folie. Die mechanische Werkstätte ist eine ganz spannende Lehrveranstaltung. Hier werden Sie praktisch sehr viel machen. Wir werden Sie in Gruppen einteilen, abhängig von Ihrer Vorkenntnissen. Und Sie werden ein kleines Projekt zu Ende bringen. Sie werden eine technische Maschine oder ein Gebilde zerlegen, dann das Ganze instand setzen und wieder zusammenbauen und dann natürlich auch eine Funktionsprobe durchführen. Beispielhaft links ein zerlegter Käfermotor und rechts ein Opel-Motor nach der Fertigstellung. Bitte die nächste Folie. Die Fertigungstechnik ist natürlich, wie der Name schon sagt, von unserem Studium Hightech Manufacturing ein Schwerpunkt unserer Inhalte. Hier bringen wir Ihnen Grundzüge der Fertigungstechnik näher und wir beleuchten auch die Entwicklungen, die in Zukunft stattfinden oder jetzt schon stattfinden, damit Sie eben dann wirklich gerüstet sind auf Ihre berufliche Laufbahn. Bitte die nächste Folie.
im Elektroniklabor eines zurück, bitte. Aha, gut, jetzt kommen die Maschinenelemente, Verzeihung. Ja, Maschinenelemente, hier beispielhaft die Schraube und eine Fahrradkette. Sie lernen hier und Sie bekommen Eindruck, welche Maschinenelemente gibt es, was sind die Stärken, Schwächen, wo werden sie eingesetzt, beziehungsweise was macht die Maschinenelemente aus, warum sind sie so wichtig, um ihre Konstruktion zu vereinfachen und dann eben ihre Maschine auch betriebssicher zu erhalten. Bitte die nächste Folie. Jetzt sind wir beim Elektroniklabor. Mein Kollege wird hier Ihnen elektronische Schaltungen näher bringen. Sie werden die Schaltungen verstehen lernen. Sie werden auch selber Schaltungen anfertigen und dann auch mit Geräten, wie Sie hier im Bild sehen, diese Schaltungen auch überprüfen, auch deren Funktion und auf deren Zuverlässigkeit. Bitte die nächste Folie. Die Vorlesung Werkstoffeigenschaften, das ist eine Vorlesung aus dem Masterstudium, wo Sie parallel zur Vorlesung, die sich natürlich mit den Werkstoffen beschäftigt und intensiver beschäftigt als im Bachelorstudium, auch einen Schliff anfertigen. In diesem praktischen Teil werden Sie einen metallographischen Schliff erzeugen, ihn ätzen und dann beispielsweise so ein Bild erhalten, wie Sie hier rechts sehen. Das ist Gusseisen mit Lamellengrafit. Sie werden diesen Schliff auch beurteilen. Bitte die nächste Folie. Die Technologie der Fertigungsverfahren, auch eine Vorlesung aus dem Masterstudium. Hier werden die Kenntnisse in Fertigungsverfahren vertieft. Sie werden auch eine Seminararbeit schreiben, die Sie dann präsentieren, die natürlich auch zur Endnote beiträgt. Bitte die nächste Folie. Mein Kollege Paul Meyerhofer oder einer seiner Mitarbeiter wird Ihnen die High-Tech Materials näher bringen. Herr Meyerhofer oder der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kommen aus der TU Wien, kommen von der TU Wien und werden hier als externe Lehrende Ihnen weitere Kenntnisse näher bringen. Bitte die nächste Folie. Wir haben auch ein Freifach, das wir schon längere Zeit anbieten. Das Freifach heißt Einführung in die Kraftfahrzeugtechnik und hier werden anhand von 4 Blöcken Motor, Bremsen, Fahrwerk und Karosserie die wichtigsten Kenntnisse am Gebiet der Fahrzeugtechnik vermittelt, damit Sie eben auch in der Werkstätte bei Fachgesprächen mitreden können und damit eben auch Sie hier einiges an Kenntnissen mitnehmen. Bitte die nächste Folie. Das war es jetzt momentan von meiner Seite. Ich gebe das Wort weiter an Matthias Fiegel, der Ihnen den Hightech Campus, das sogenannte HTC, wo sich auch unsere Werkstätte befindet, näher bringen wird. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Matthias Fiegel. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Hightech Manufacturing und Sie werden jetzt einen Einblick in unseren Außenstandort bekommen. Dafür haben der Kollege David Nechi und ich ein kurzes Video vorbereitet. Hallo, mein Name ist David Nechi. Ich bin 27 Jahre alt, seit mittlerweile 2 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Campus Wien und habe im Bereich HTM ebenfalls im Bachelor und im Master studiert. Ich werde Sie heute ein bisschen durch unseren Außenstandort, das HTC, führen. Beginnen das Ganze mit unserem Automatisierungslabor. Hier haben wir unter anderem Knickarm-Roboter, SCARA-Roboter, eine kleine CNC-Fräse. Hier werden Sie im Laufe einiger Automatisierungslehrveranstaltungen zu Gast sein. So, als nächstes kommen wir zu einem Herzstück hier heraus, und zwar unserem Additive Manufacturing Lab. Additive Manufacturing, für die, die es nicht wissen, ist der Fachausdruck für 3D-Druck. Wir haben hier einige industrielle Anlagen. Der Vorteil da ist natürlich, dass sie deutlich genauer und qualitativ hochwertiger sind als handelsübliche Geräte. Gut, starten wir das Ganze mit der SLS-Anlage. SLS steht für selektives Lasersintern. Dabei wird, wenn wir kurz reinschauen, schichtweise Polyamidpulver aufgetragen und dieses dann mittels Laser aufgeschmolzen und somit mit der darunterliegenden Schicht verschmolzen. So entstehen dann die dreidimensionellen Bauteile. Gut, hier im nächsten Bereich bei der Packstation, wo im Normalfall das überschüssige Pulver entfernt wird von den Bauteilen, habe ich eine kleine Bandbreite an Bauteilen ausgestellt, unter anderem Bauteile für unser Racing-Team, für unser RoboCup-Team, Halterungen, Werkzeug, teilweise auch Bauteile für Forschungsprojekte. Hier ein paar einfach nur Testteile, um zu sehen, was möglich ist. Und dann noch Bauteile, die von Studenten konstruiert werden für
Lehrveranstaltungen oder Abschlussarbeiten. So, hier im hinteren Bereich haben wir dann noch eine FDM-Anlage. FDM wird den meisten wahrscheinlich als 3D-Druck bekannt sein. Das ist der Filamentdruck. Also hier wird ein Kunststofffilament aufgeschmolzen und schichtweise aufgetragen. Aber auch hier ist es eine industrielle Maschine und dadurch hat sie deutlich höhere Genauigkeiten. So, und zum Abschluss hierinnen noch unsere Hot Lithography-Anlage. Ist ähnlich der Stereolithografie. Hierbei haben wir ein Druckbett, das in ein Becken aus photosensitivem Harz eintaucht. Das Harz wird von unten mit einem Laser belichtet und härtet dabei aus. Dann fährt das Bett etwas nach oben und so geht der schichtweise Aufbau hier. Ja, natürlich, das sind alles verschiedene Verfahren. Und sie haben natürlich alle Vor- und Nachteile. Dadurch muss man je nach Anwendungszweck das passende Verfahren auswählen. So, ja, am HTC sonst haben wir noch den Startup Corner, das Racing Team, das Oscar Racing Team ist hier noch zu Hause, da werden Sie später etwas hören, genauso wie unser Rescue Bots Team. So, und hier zum Abschluss die mechanische Werkstätte. Für all diejenigen, die in einer HTL für Maschinenbau waren, werden die Maschinen hier bestens kennen. Wir haben Drehbänke, Fräsmaschinen, Bohren, Schleifen, Biegen, also alles, was die klassische mechanische Bearbeitung hergibt. Ja, das war's von meiner Seite und damit würde ich zurückgeben zu unserem Studiengangsleiter. Vielen Dank. Neben der Lehre ist für uns als Hochschule natürlich auch die Forschung sehr wichtig. Ein wichtiger Effekt der Forschung ist, dass zu den Projekten oftmals Arbeiten für Studentinnen und Studenten vergeben werden können und dass interdisziplinär mit anderen Studiengängen zusammengearbeitet wird. Beim Projekt Twink Smart zum Beispiel haben wir mit der Pflegewissenschaft zusammengearbeitet und gemeinsam ein intelligentes Trinksystem entwickelt. Dieses System ist in der Lage, die Trinkmenge von älteren, pflegebedürftigen Menschen zu messen und dient damit zur Prävention von Dehydrierung und zur Unterstützung beim Management von chronischen Krankheiten. Beim Projekt Drucksensibler Stift, kurz SensoGrip, wurde mit den Studiengängen Electronic Systems Engineering und Health Assisting Engineering zusammengearbeitet. Dabei ging es darum, Kindern mit Schreibschwierigkeiten zu helfen und dazu wurde ein drucksensibler Stift entwickelt, der einerseits messen kann, wie stark das Kind zudrückt auf den Stift selber und andererseits, wie stark der Anpressdruck auf das Papier ist. Beim Projekt Virtual Welding Next handelt es sich um ein Projekt zusammen mit der Firma Fronius und es geht dabei um die Verbesserung von Schweißtrainingssystemen mittels Virtual und Augmented Reality. Unsere Hauptaufgabe in diesem Projekt ist dabei die genaue Positionserfassung von Objekten. Ich möchte jetzt nur noch meinen Kollegen Christoph Wehofer weitergeben, der über Projekte im Zusammenhang mit gedruckter Elektronik berichten wird. Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Christoph Wehofer, ich bin in der Lehre und Forschung tätig. Und wenn Sie bei uns den Bachelor machen, dann werden Sie gleich im ersten Semester auf mich stoßen in Chemie der Werkstoffe. Und ich bin neben der Lehre auch noch in der Forschung tätig. Wir haben da in Kooperation mit der angewandten Elektronik ein Forschungsthema zu gedruckter Elektronik. Hierbei versuchen wir eben über Tintenstrahldrucker Sensoren zu realisieren in die Richtung Drucksensoren, aber natürlich auch unterschiedlich in der Komplexität, zum Beispiel Transistoren. Dafür braucht man halt mehrere Materialien, die man dann kombiniert. Wie funktioniert das Prinzip eigentlich? Genauso wie Sie es von zu Hause kennen mit den klassischen Tintenstrahldruckern, nur sind die Geräte wesentlich oder ist unser Gerät wesentlich komplexer und man kann da in den Prozess, in den Druckprozess genau eingreifen und das halt exakt steuern
und es ermöglicht uns auch, Tinten zu verwenden mit unterschiedlichsten Viskositäten, wodurch wir unterschiedliche Materialien einfach verarbeiten können. Ja, nächste Folie bitte. Tinten haben halt, sind nicht nur reine Flüssigkeiten. Irgendwie brauche ich ja die Eigenschaften oder muss die Eigenschaften in die Tinte bringen, die ich letztendlich haben möchte. Dafür sind in den Tinten Nanopartikeln gelöst. Das heißt, wirklich feinste metallische oder Metalloxide, Kügelchen können Sie sich vorstellen, die mit dem Drucker bedruckt, auf unser Substrat bedruckt werden. Jetzt muss das Ganze aber nachbearbeitet werden. Wir haben hier einen eigenen Prozess entwickelt, der von den Kollegen für angewandte Elektronik entwickelt worden ist. Wir machen das Ganze photonisch, das heißt mit einem intensiven Lichtblitz. Dabei werden die Nanopartikel aufgeschmolzen und verbinden sich und dadurch kriege ich eine leitfähige Schicht. Das Ganze würde aber auch über andere Prozesse funktionieren, würde auch thermisch funktionieren, über Lasersintern und so weiter. Ja, nächste Folie bitte. Ja, und wir versuchen halt jetzt das Ganze heranzuziehen, um wirklich Sensoren damit zu entwickeln. Dafür gibt es unterschiedliche Anwendungen. Der einfachste Aufbau sind einmal die Denmess-Sensoren. Das heißt, mit denen kann ich einwirkende Kräfte messen und wie stark mein Material gedehnt wird. Die sind ziemlich einfach zu realisieren, weil sie nur aus einem Material bestehen. Das Ganze kann man aber auch verwenden für Spinner-Resonatoren. Das heißt, zum Aufbau werden Sie nicht bei uns im Studium ein bisschen was hören dazu, aber da wird halt über Frequenzkopplung kann man dann unterschiedlichste Materialien ermitteln, die beispielsweise in Flüssigkeiten gelöst sind. Und natürlich das Ganze auch hin bis zu komplexen Schaltungen, wobei man hier sagen muss, hier ist noch in der Materialwissenschaft einiges zu erforschen. Da sind wir halt gerade dabei, die Eigenschaften der Tinten zu erheben und wie man die Eigenschaften halt so erzielen kann, dass sie für diese Schaltungen geeignet sind. Und Sie haben natürlich dann auch im Zuge Ihres Studiums die Möglichkeit, an solchen Projekten mitzuwirken. Das heißt, in Abschlussarbeiten, Bachelorarbeiten als auch Masterarbeiten gibt es dann immer wieder, sind immer wieder ausgeschrieben. Und da kann man dann letztendlich im materialwissenschaftlichen Bereich Abschlüsse, Arbeiten machen, aber sowohl auch in angewandter Elektronik, das heißt irgendwelche Schaltungen realisieren, das ist sehr breit gefächert. Messtechnik sind auch immer wieder Arbeiten dabei und Sie können dann halt etwas daraus wählen und Ihre Abschlussarbeiten in diesem Projekt oder mit der Abschlussarbeit in diesem Projekt mitwirken. Gut, das war es auch von meiner Seite. Ich werde jetzt an den Kollegen Heckenbleckner übergeben, der in Wolfgang Harand vertritt. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Marco Heckenbleckner. Bin studentischer Mitarbeiter am FH Campus Wien und Modulleiter der Batterie für unser neues Elektroauto vom Oscar Racing Team. Das erste Mal zum Racing-Team, es ist im Prinzip ein Freifach, was man wählen kann. Was jetzt nicht verpflichtend ist, ist in dem HTM-Studium, Bachelor. Der Teamkapitän ist der Wolfgang Harand, der heute leider verhindert ist. Aber der Wolfgang Harand hat ein cooles Video für euch vorbereitet und erklärt euch einmal das Oscar Racing-Team genauer. Hallo und herzlich willkommen bei der Infosession. Mein Name ist Wolfgang Harand, ich bin der Team-Captain vom Oscar Racing Team. Wir sind Teilnehmer dabei an einem internationalen Konstruktionswettbewerb, der heißt Formula Student. Gegründet wurde der in den 80ern in den USA und wir sind eins von fünf Teams in Österreich, die daran teilnehmen. Worum geht es dabei? Es wird von uns ein Auto, ein Rennauto, konzipiert, geplant und auch gefertigt. Es ist auch ein interdisziplinäres Projekt, das heißt, wir haben Leute dabei von angewandter Elektronik, Programmierung und auch eine Kollegin, die in der Radiologie, also die Radiologie studiert. Man muss dabei jedes Jahr ein neues Auto bauen, das ist vom Reglement so vorgesehen. Die Planung erfolgt dabei mittels CAD-Software und Simulationssoftware, das heißt, wir erstellen das Ganze mal zuerst am Computer. Und
Wenn das soweit fertig ist, dann wird das quasi ins Leben gerufen, das Auto. Und die Teile dafür, die fertigen wir auch, wie in der Werkstatt in der Gutheil-Schodergasse. Ja, wenn die Teile dann gefertigt sind und das Auto fertig ist, dann geht es zur Rennstrecke. Vorher möchte ich noch erwähnen, wir haben bisher immer einen Verbrennermotor, einen Reihenvierzylinder, einen japanischen aus einer CBR. Dieses Jahr haben wir das erste Mal ein elektrisches Auto. Zusätzlich neben dem Elektromotor und dem Antrieb und der Batterie gibt es dann noch weitere Module wie Frame and Body, wo der Stahlgitterrahmen dazu gehört, ebenso die Karosserie. Weiters gibt es das Modul Suspension, das ist die Fahrwerksaufhängung, das sieht man hier, und sowohl die Radträger und die Reifen gehören da dazu. Und als dritten Punkt gibt es dann noch die Aerodynamik. Dann bei Elektrik, wie gesagt, ist der Antrieb, der Motor, die Battery, Inverter und so weiter, Low Voltage für die Bedienelemente beim Lenkrad und noch vieles mehr. Wir haben außerdem noch Organisationsmodule, Sponsoring, Eventmanagement, IT und die Homepage, die betreut und gewartet werden muss. Und im Zuge dessen gibt es auch immer wieder Bilder, die angefertigt werden oder Videos. Ja, nach der Fertigung, wie gesagt, gibt es eine kurze Testphase und dann geht es ab zu den Wettbewerben, für die man sich in Jena qualifiziert. Bei den Wettbewerben gibt es zwei Hauptpunkte, das sind die Statics und die Dynamics. Bei den Statics haben wir, muss das Design vorgestellt werden, also warum hat man das so konzipiert, warum hat man das so gebaut. Weiters gibt es eine Kostenanalyse und dann muss man vor einer Jury erklären, warum man das alles so gemacht hat und quasi diesen Prototypen begründen. Da gibt es die Dynamics, das ist ein Beschleunigungsrennen, dann einen Achterfahren, da werden die Querbeschleunigung angeschaut, dann gibt es Autocross, das ist ein 800 Meter Kurs und dann gibt es das Endurance-Rennen, das sind insgesamt 22 Kilometer, wobei nach 11 Kilometern der Fahrer getauscht wird. Das sind dann die Punkte, also wie gesagt, für Statics und Dynamics kriegt man dann Punkte und je nachdem, wie gut man sich da anstellt, kommt man weiter vor oder weiter hinten. Ja. Noch kurz zur Teilnahme, wir machen das Recruiting dann immer im September oder November. Dann werden wir das Ganze noch genauer vorstellen, ihr könnt euch dann also anmelden über ein Excel-Sheet, das schicken wir dann auch rechtzeitig raus. Und wir haben verschiedene Module, ihr könnt euch am Anfang natürlich noch überlegen, oder mehrere Module erstmal teilnehmen und schaut sich dann, was euch am besten gefällt. Abschließend noch möchte ich sagen, wir sind ein freiwilliges Projekt, also jeder kann da freiwillig mitmachen, es ist nicht verpflichtend natürlich. Und ja, ganz zum Schluss möchte ich jetzt noch kurz unser letztes Auto, also unser Elektroauto zeigen, das wir haben, das quasi als Prototyp oder für uns als Einstieg und als Einstieg gedient hat für unser neues Auto, sieht man hier ganz schön. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Einblick vermitteln und stehe dann gerne noch abschließend für Fragen zur Verfügung. Hallo. Okay, nochmal dazu gesagt, das ist zwar ein freiwilliges Projekt, aber wenn man sich meldet für das Racing-Team, es ist wirklich so, dass man jetzt 10 Stunden in der Woche in der Werkstatt steht und etwas arbeiten muss. Wenn man keine Zeit dafür hat, kann man natürlich auch eine Stunde die Woche etwas machen oder eben mal eine Woche gar nichts. Jedoch ist es halt wichtig, dass man immer dabei bleibt. Also nicht einfach 2 Wochen jetzt nichts sagen und sich bei keinem melden und so weiter. Ist noch wichtig dazu zu sagen. Hier links oben sieht man das Auto in Action, also bei einem Wettbewerb. Da wird immer so ein Kurs abgesteckt. Also man fährt nur Zeitrennen und nicht gegeneinander. Links unten sieht man zum Beispiel eine Zeichnungsableitung, das von jedem Teil gemacht werden muss quasi. Also alles muss schön dokumentiert sein in einer Zeichnungsableitung, damit wir das entweder herstellen können oder eben dokumentieren können. Rechts unten sieht man ein Gesamtassembly in der Simulationssoftware. Das Auto muss auf alle Fälle auch komplett durchdesignt sein, bevor wir es zu fertigen beginnen. Und rechts oben sieht man das Auto noch simuliert in einem Windkanal, wie die Aerodynamik für uns arbeitet, also wie die Windströme sind und so weiter. Was auch sehr wichtig ist für den Abtrieb des Autos, damit wir Grip haben in den Kurven und schnell aus den Kurven beschleunigen können und so weiter. Genau, ganz links sieht man ein Foto von dem ersten Auto. Das Team, das Racing Team, Oscar Racing Team gibt es an der FH seit 2014, wenn es mich ganz täuscht.
Und so sah auch das erste Auto aus. In der Mitte hier sieht man den 117er, müsste es sein, also von der Saison 2017. Ganz rechts das wahrscheinlich beste Auto, was bis jetzt gebaut worden ist, der 118er, also in Saison 2018. Genau. Hier sieht man noch einmal die Teams, also mit Teamfotos. Es waren immer relativ viele Leute dabei, es waren auch immer motivierte Leute dabei, was auch ganz wichtig ist. Rechts oben sieht man noch ein Bild, wie es ausschauen könnte an den Bewerben selber. Noch dazu zu sagen, wir waren im Spielberg, also Red Bull Ring am Bewerb. Da waren ca. 55 Unis von verschiedenen Ländern, was auch sehr interessant ist, weil man kann sich wirklich austauschen mit Leuten aus anderen Ländern, wenn man jetzt noch nie ein Auslandssemester oder im Ausland gearbeitet hat. Ist auch sehr interessant, da mal anzuschauen, wie diese Leute oder diese Studenten arbeiten. Dann geht es weiter zu Rescue Puts, zum Marvin. Danke. Passt, guten Morgen auch von mir. Wie gerade schon gehört, bin ich der Marvin Correa und der Teamleiter vom Rescue Puts Team. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin 29 und habe den Bachelor gemacht in Hightech Manufacturing und mache derzeit gerade den Master. Das Projekt Rescue Puts ist ein Projekt, in dem wir einen Bergungsroboter bauen. Das erzähle ich euch gleich aber nochmal in dem Video. Und das schauen wir uns das erste Video an, danach gehen wir nochmal weiter drauf ein. Hallo, mein Name ist Marvin Correa und ich bin Teamleiter beim Rescue Puts Team der FH Campus Wien. Wir sind derzeit ein Team aus 9 verschiedenen Studenten, aus verschiedenen Studiengängen und verschiedenen Jahrgängen, die sich als Ziel gesetzt haben, einen Bergungsroboter zu bauen für die Teilnahme der RoboCup Rescue League. Die RoboCup Rescue League ist ein Wettbewerb, der einmal national und dann auch international ausgetragen wird, in dem sich Teams von verschiedenen Hochschulen bewähren können, an nachgestellten Katastrophenszenarien zu bestehen. Das Ganze ist gegliedert in einzelne Parcours, in denen verschiedene Tätigkeiten abgefragt werden. So muss der Roboter zum Beispiel mal eine Tür öffnen, verschiedene Untergründe befahren, verschiedene Steigungen hochkommen oder sogar Treppen besteigen. Um das Ganze zu machen, brauchen wir natürlich auch einen Roboter. Das Ganze haben wir mit Hilfe von mehreren Bachelorarbeiten als Konstruktionsprojekt ausgeführt und haben ein erstes digitales Modell erstellt, mit dem wir am RoboCup Rescue League teilnehmen wollen. Um zu validieren, ob das Ganze funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben als Modell, haben wir aus dem Ganzen ein Holzmodell erstellt. Das sieht man hier ganz gut. Daraus konnten wir uns natürlich ableiten, können wir beim RoboCup Rescue League bestehen, können wir die Parcours abfahren, ist überhaupt die Größe, die wir uns vorgestellt haben, realistisch, um in so einem Parcours zu bestehen? Ist der Arm groß genug und weit genug, um eine Tür zu öffnen? Und nachdem wir aus all diese Informationen validiert haben und gemerkt haben, okay, unser Konzept kann so wie es ist wirklich funktionieren, haben wir das Ganze in der Bauphase, das war circa, ich schätze, ein Jahr gedauert, plus minus, haben wir einen ersten Roboter gebaut. Das Ganze ist ein sehr interdisziplinäres Projekt. Es sind ganz viele Fertigungsverfahren dort drin mit beinhaltet. Wir haben viel 3D-Druck, SLS-gedruckte Bauteile hier aus der Werkstatt. Viel Maschinenbau, wir haben Laserschnittteile, wasserstrahlgeschnittene Teile. Das Ganze sieht folgt aus, wir haben einen kettengetriebenen Roboter gebaut mit 4 kleinen Armen, die nennen sich Flipper. Die sind ganz gut, um zum Beispiel Treppen hochzukommen oder irgendwelche Hindernisse zu überwinden. Und um mit seiner Umwelt zu agieren, hat der ganze Roboter hier vorne den Arm mit einem Parallelgreifer dran. Das sieht man ganz gut. Das sind auch einzelne Studienprojekte gewesen. Und um das Ganze zu machen, haben wir Zugang eben auch zum HTC, zur ganzen Werkstatt. Wir haben hier ein eigenes Büro, in dem wir jetzt sowohl viel programmieren als auch viel schrauben. Und als Teil des Studiums kann man hier gerne bei uns mitmachen und seine Ideen mit einbringen und das Projekt weiter nach vorne bringen. Und das war's schon von mir. Hallo, mein Name ist... So, gut. Ja, das war das Video, was hoffentlich ziemlich alle Fragen oder beantwortet hat, oder es mal kurz gezeigt hat. Eben, wir sind halt ein Studierendenprojekt im Rahmen von Hightech Manufacturing. Und falls ihr euch für ein HTM-Studium entscheiden würdet,
könnt ihr sehr, sehr gerne bei uns mitmachen und neue Erfahrungen sammeln. Wir sind derzeit auch gerade im Bereich der Programmierung, starten wir gerade ziemlich rein, weil der mechanische Aufbau sich soweit Richtung Ende bewegt vom ersten Roboter. Das heißt, auch wenn ihr interessiert seid, zu programmieren oder organisatorische Aufgaben zu übernehmen oder auch zu konstruieren und zu bauen, seid ihr bei uns oder beim Oscar-Team goldrichtig. Und damit gebe ich weiter an den... Hallo, mein Name. Oder an den Alexander Lasnowski. Okay. Dankeschön. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Alexander Lasnowski. Ich bin Leiter der Ausbildung bei der Firma Siemens Mobility und darf Ihnen heute unsere Kooperation vorstellen, auf die wir sehr stolz sind und wirklich das sehr gut finden, dass wir diese Kooperation seit vorigem Jahr gestartet haben. Die Kooperation oder das Projekttitel heißt Ausbildungsintegriertes Studium. Was bedeutet das? Darf ich die nächste Folie haben, bitte? Es geht also darum, dass wir die praktische Lehrlingsausbildung, also einen Lehrberuf, konkret der Beruf Elektroanlagen und Betriebstechnik, kombinieren mit einem Bachelorstudium Hightech Manufacturing. Warum macht Siemens Mobility das? Wir haben also in Wien im 11. Bezirk ein sehr großes Werk, darauf gehe ich dann ganz kurz auch ein. Wir fertigen dort Schienenfahrzeuge und der Grad der Automatisierung in diesem Werk, in der Fertigung, nimmt immer mehr zu. Das beginnt von einer Roboter-Lackieranlage über vollautomatische Schweißroboter bis hin in die Montage, wo so Montageschritte immer mehr automatisiert werden. Und das ist ja der Grund, warum wir diese Kooperation suchen. Das heißt, wir suchen Leute, die sich für die Schienen und Fahrzeuge begeistern können, für das Thema Fertigungstechnik und Elektroanlagenbetriebstechnik begeistern können. Ganz kurz zum Ablauf. Das Bachelorstudium von 3 Jahren verlängert sich dadurch auf eine Gesamtausbildungszeit von 4 Jahren. Das erste Jahr sind dann die Studenten bei uns in der Lehrlingsausbildung, das heißt im Ausbildungszentrum, wo mechanische Bearbeitungen, CNC-Bearbeitung und elektrotechnische Grundlagen vermittelt werden können. Das erste Jahr ist bei uns komplett in der Firma. Diese Ausbildung in der Firma wird unterbrochen durch verschiedene Zusatzseminare, die da hier abgebildet sind. Es geht über Bahntechnik, Projektmanagement, Office Logistik, Lean Management und so weiter. Und ganz entscheidend ist auch, dass Sie als Studenten, bevor ihr auf die FH geht, schon bis zu 2 Monaten Praxiseinsätze bei uns in den Bereichen macht. Das heißt, ihr arbeitet dann direkt mit, entweder in der Montage oder im Rohbau und lernt sozusagen die Fertigung bei uns im Unternehmen kennen. Das zweite und dritte Jahr ist der Schwerpunkt dann natürlich auf der FH. Also erstes bis viertes Semester wird unterbrochen durch 1 Monat Praxiseinsatz. Das vierte Jahr, glaube ich, ist dann das spannendste Jahr. Ihr habt dann 5 Monate Berufspraktikum, das ihr euch bei uns im Werk dann macht. Und parallel oder nachher dann eigentlich kommen 2 Monate LAB-Vorbereitung. LAB steht für Lehrabschlussprüfung, um hier dann erfolgreich auch die Lehrabschlussprüfung ablegen zu können. Ja, und dann kommt die Bachelorprüfung. Zum Rahmen, wir zahlen euch ein Gehalt von ca. 2.000 Euro. Warum steht da circa? Die KV, also die Kollektivverhandlungen, kommen ja erst für den Elektro-KV. Das heißt, das wird so mit einer 2-3%igen Steigerung zu rechnen sein, also ca. 2.000 Euro pro Monat. Die zahlen wir über die 4 Jahre. Und auch die Studienkosten von 400 Euro pro Semester übernimmt das Unternehmen. Bitte die nächste Folie. Ganz kurz zu unserem Unternehmen. Wir sind also ein globaler Konzern. Wir fertigen Schienenfahrzeuge, das ist unser klarer Fokus. Und das beginnt also im Nahverkehrsbereich mit Metro- und Stadtbahnen, Fahrzeugen oder Straßenbahnen. Und das geht über Regionalzüge, Reisezugwagen bis rauf zu Hochgeschwindigkeitszügen. Und unsere Kunden finden sich auch weltweit. Bitte die nächste Folie. Ja, und der Standort, wo unser Ausbildungszentrum in Wien ist, ist in der Lieberstraße. Wir haben dort ungefähr 1700 Mitarbeiter und fertigen auf einer Fläche von 140.000 Quadratmeter. Und es sind ca. 450 Fahrzeuge, die wir pro Jahr fertigen. Aufgrund der steigenden Grad der Automatisierung steigt auch der Output. Also wir planen, auf bis zu 600 Wagen pro Jahr raufzugehen. Und da suchen wir dann eben junge Leute, die das sozusagen begleiten und auch entwickeln können, solche Prozesse. Noch 2 Fotos ganz kurz aus unserem Werk, aus der Rohbaufertigung, um zu unterstreichen, wie stark die Automatisierung da schon fortschreitet. Das ist ein Bild aus der Rohbaufertigung von einem Schweißroboter. Da im Hintergrund sieht man eine Person, die da mitarbeitet.
die man nicht mehr aktiv selber schweißt, sondern sozusagen den Schweißprozess oder die Schweißnaht dann beurteilt und schaut, ob da sozusagen die Qualität passt. Das nächste Foto ist ein Foto aus dem Oberflächenzentrum. Wir haben da das modernste Lackierzentrum für Schienenfahrzeuge in ganz Europa. Wir können also von der Grundierung über den Farblack bis zur Glasschicht alles hier automatisiert mit Robotern auftragen. Bitte die nächste Folie. Ja, und wenn ihr mit Siemens Mobility oder wenn in Wien wohnst, habt ihr sicher mit Siemens Mobility schon Kontakt gehabt. Also von der ersten U-Bahn, der Silberpfeil, der fast allen U-Bahn-Linien bis auf die U6 in Wien verkehrt, bis hin auf der rechten Seite dann die neue U-Bahn der UBX, also U-Bahn für Wien, für die Linie U5. Die fertigen wir jetzt gerade, die ist auch dann auch in der Lage, vollautomatisch zu fahren, das heißt fahrerlos zu fahren. Und wenn man aufmerksam schaut auf der Linie U3 beim Betriebsbahnhof Erdberg, haben wir schon unsere ersten Testfahrzeuge übrigens sehr erfolgreich im Einsatz. Links unten seht ihr den City EcoJet, den möchte ich auch kurz erwähnen. Das ist für uns auch ein Schlüsselprojekt gewesen. Wir haben im Westen Österreichs für die ÖBB Nebenstrecken, die nicht elektrifiziert waren, jetzt mit akkubetriebenen Zügen ausgestattet. Das heißt, die müssen dort nicht mehr mit Diesel fahren, also umweltschädlich, sondern wir fahren dann mit Akkubetrieb. Und das ist unser erstes Projekt, das wir da in diese Richtung entwickelt haben und auch sehr erfolgreich momentan im Einsatz ist. Ja, und rechts dann unten noch ist der D-Nightjet. Das möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen. Das sind die neuen Züge der ÖBB, die mit Speisewagen, Schlafwagen ausgestattet sind und langfristig oder mittelfristig eigentlich Strecken bedienen sollen, die man früher üblicherweise mit dem Flugzeug bedient hat. Also Städteverbindungen, ja, die da bedient werden. Man steigt am Abend ein, kann dann dort gut essen und schlafen und steigt dann fit und erholt in einer anderen Stadt in der Früh aus. Gut, vielen Dank von meiner Seite. Noch zum Schluss das Allerwichtigste, die Bewerbung. Es gibt also ein zweistufiges Bewerbungsverfahren. Die erste Stufe ist bei uns bei Siemens. Wir haben hier eine Webseite siemens.at/Ausbildung. Dort sind unsere verschiedenen Berufsangebote dargestellt. Da ersuchen wir euch, dass ihr euch dort bewerbt. Das ist eine schriftliche Bewerbung und ihr erhaltet dann von uns eine Einladung zu einem Assessment Center. Über die Bewerbung bei der FH wird dann die Kollegin noch berichten. Vielen Dank von meiner Seite. Ja, grüß Gott. Ich darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Katharina Kügerl. Ich bin im Studiengangssekretariat von Hightech Manufacturing tätig. Und ich möchte jetzt nur kurz erklären, wie Sie sich bei uns bewerben, wenn Sie nicht die Siemens-Schiene wählen. Grundsätzlich gibt es bei uns die Online-Bewerbung auf der Homepage fhcampuswien.ac.at. Die Unterlagen können Sie direkt im Bewerbungsprozess hochladen oder auch uns danach per E-Mail schicken. Wenn wir Ihre Bewerbung erhalten haben, werden wir die Vollständigkeit der Unterlagen prüfen und, die Zulassungsvoraussetzungen und Sie danach zu einem Aufnahmeverfahren anmelden. Das Aufnahmeverfahren wird beim Bachelor-Aufnahme besteht sie aus einem schriftlichen Test und einem anschließenden Gespräch. Beim Master gibt es nur ein Bewerbungsgespräch. Die Zu- und Absage erhalten Sie innerhalb von 1 bis 2 Wochen nach der Aufnahme im Normalfall. Beim Master gibt es spezielle Zugangsvoraussetzungen. Natürlich der Bachelorabschluss muss vorhanden sein. Zusätzlich verlangen wir 35 ECTS-Punkte in Maschinenbau, 2,5 ECTS-Punkte in Wirtschaft und rechtlichen Kompetenzen und 2,5 ECTS-Punkte in Management und Persönlichkeitsbildung. Sollten Sie aus einem nicht technischen Studiengang kommen, gibt es die Möglichkeit, auch mittels Nachprüfungen innerhalb des ersten Semesters auf die 35 ECTS-Punkte in Maschinenbau zu kommen. Ja, kontaktieren können Sie uns so im Bachelor als auch im Masterstudium. Die Kollegin im Bachelorstudium, die Frau Urbauer, wird Sie gerne weiter beraten, wenn Sie Informationen brauchen oder wenn es ums Masterstudium geht, dann mache ich das. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Es kommt jetzt noch unser Studiengangsleiter. Danke für alle Beiträge. Wir alle möchten uns recht herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und hoffen, dass wir Ihnen einen guten Überblick und Eindruck von Hightech Manufacturing vermitteln konnten. Herzlichen Dank an alle.